Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf dem Sundown Stories Kanal. Wir spielen heute wieder eine Runde Neverwinter und im Hintergrund seht ihr die erste Quest der Under Mountain Kampagne, die ich jetzt mit meinem Zweit-Account, dem Paladin, mache. Ich habe am Doppelt-Erfahrungs-Event-Wochenende ordentlich zugeschlagen, auch wenn ich nicht sehr viel gespielt habe. Ich hätte auch locker Level 80 schaffen können. Aber ich habe so jeden Abend mir vorgenommen, 2-3 Stunden so ein bisschen zu spielen, um meinen Paladin zu leveln. Und ich habe es auch geschafft, ihn auf Level 68 hoch zu leveln. Die anderen beiden Level habe ich gestern Abend noch gemacht. Da war das Event leider schon vorbei um 19 Uhr. Also ich habe es nach 19 Uhr gemacht. Bin dann auf Level 70 gekommen und jeder Charakter, der auf Level 70 ist, bekommt automatisch die Quest, zur Mondsteinmaske zu reisen. Die befindet sich bei der Protectors Enclave, also bei der Hauptstadt, ist diese schwebende Insel. Wenn ihr VIP Rang 2 seid, könnt ihr auch automatisch euch dorthin teleportieren. Da müsst ihr in einen Nebenraum, den ihr ganz am Anfang des Videos gesehen habt. Und dort befindet sich Lord Neverember, heißt er, glaube ich, der euch die Einführung in die Under Mountain Kampagne gibt. Dazu seht ihr jetzt gerade im Hintergrund das Video. Und genau, ich möchte euch in dem Video einfach mal zeigen, was ihr in der Quest so machen müsst und was ihr auf jeden Fall da für Vorzüge bekommt. Das möchte ich euch auch in dem Video sagen, weil es ist ganz wichtig, dass jeder Spieler über Level 70 sofort diese Kampagne macht. Das ist das Allerwichtigste für jeden Anfänger. Auch wenn ihr gerade in einem anderen Gebiet seid, vertraut mir, geht in dieses Gebiet, macht diese Questreihe und führt die Kampagne durch, denn alleine dafür, dass ihr schon mit Lord Neverember, da seht ihr die Kiste, die habe ich jetzt schon gelootet, leider. Das war irgendwie, musste ich die Sequenz hier nochmal machen, nachdem ich das Video aufgenommen habe. Dort bekommt ihr ein komplettes Equipment mit allem, mit einer Waffe, mit einer Zweithand, mit also wirklich alle Sachen. Ihr bekommt Artefakte 3 Stück. Alles für euren Charakter Level 70. Einfach so geschenkt. Wenn ihr jetzt so bei dem Doppelt-Erfahrungs-Event mitgemacht habt, wie ich, dann bekommt ihr ja nur Rang 50er Sachen oder so. Und sobald ihr dann Level 70 seid, bekommt ihr voll ausgestattet ein 70er Equipment. So, dann geht die Kampagne los. Ihr reist dann in eine andere Welt da, wo ihr, was ihr gerade seht, auf dem Schiff seid ihr dann und müsst dann an Land gehen und die Gegner besiegen. Und dann in den Unterberg rein, da befindet sich die Kampagne. Das seht ihr alles im Hintergrund. Warum solltet ihr die machen? Ihr könnt, wenn ihr die Kampagne fertig habt, die Meisterexpedition 3-mal täglich laufen. Ich kann euch ja nochmal ein Video verlinken, wo ich schon mal die Meisterexpedition angesprochen habe. Die befindet sich auch in meinem Tutorial zu Astraldiamanten farmen, weil ihr bekommt pro Lauf, also ihr könnt 3-mal täglich danach die Meisterexpedition laufen, wenn ihr die Kampagne fertig habt, und bekommt pro Durchlaufen 5000 Astraldiamanten. Alleine dafür lohnt es sich schon. Zusätzlich bekommt ihr 1000er Gegenstandsstufe Equipment, bis zu 1000 Gegenstandsstufe. Das ist auf jeden Fall die allerschnellste Möglichkeit, um euren Charakter hochzuleveln von der Gegenstandsstufe her. Also das sind die beiden Sachen, weswegen es sich auf jeden Fall lohnt, diese Kampagne zu machen. Also ihr kommt sehr schnell dann auf eine hohe Gegenstandsstufe von über 15, 16, 17, 18.000. Ich habe eigentlich nur die Kampagne gemacht mit meinem Hauptcharakter dann und habe jetzt aktuell eine Gegenstandsstufe von knapp 20.000. Nur durch das Equipment, was ich hier in der Under Mountain Kampagne bekommen habe. Das ist natürlich ein etwas weiterer Weg, gebe ich zu. Also ihr solltet schon ein paar Tage Spielzeit einplanen. Wenn man jetzt wenn man den kompletten Tag Zeit hat, könnte man es vielleicht auch mit etwas Glück an einem Tag schaffen, wenn man gut durchkommt. Ich als Tank werde es natürlich nicht an einem Tag schaffen, weil ich einfach nicht den nötigen Schaden mache, der benötigt wird, um da schnell voranzukommen. Bei mir dauert es leider alles ein bisschen länger. Genau, also ihr müsst hier ein paar Gegner besiegen, einfach dem Questpfad folgen, dann kommt ihr immer weiter. Das dauert so ungefähr, ja, ich habe es jetzt 15 Minuten gegen das Video, ich habe es jetzt auf die Hälfte ungefähr zusammengeschnitten, damit es nicht ganz so langweilig ist. Die Kampfszenen, die bei mir natürlich ein bisschen länger dauern als bei einem DD, habe ich dann rausgeschnitten größtenteils, aber so die story-relevanten Sachen könnt ihr euch im Hintergrund mit angucken. Genau.
Also das solltet ihr auf jeden Fall machen. Das würde ich jedem Spieler raten, der Level 70 erreicht hat. Weil wenn ihr dann das gute Equipment habt, dadurch bekommt ihr auch mehr Stärke, mehr Verteidigung, alles. Dadurch könnt ihr dann danach im Nachhinein eure normalen Quests, die ihr vorher gemacht habt, ganz entspannt weitermachen und ihr werdet merken, ihr werdet da viel leichter durchkommen, weil ihr einfach den nötigen Schaden habt und das bessere Equipment, alles Stufe 80er Equipment, das sollte eigentlich für jeden dann deutlich einfacher sein. Auch die anderen Kampagnen. Ich würde jetzt keinem raten, der Level 70 ist, erstmal Charanda oder Ring des Grauens zu machen. Macht erst diese Kampagne, holt euch gutes Equipment ab und dann lauft die anderen Kampagnen. So kommt ihr viel schneller voran. So quält ihr euch nicht in den anderen Kampagnen, sondern seid gleich viel stärker und kommt da easy durch. Das habe ich nämlich auch den Fehler beim ersten Mal bei meinem Main-Account gemacht. Ich habe die Kampagne etwas zu spät angefangen. Ich war da schon Level 80, habe mich gewundert, wollte andere Kampagnen machen. Dachte, ich mache es einfach der Reihe nach. Aber nein, macht erst wirklich, vertraut mir, diese Kampagne fertig. Auch wenn die schwerste Kampagne zurzeit ist. Aber wenn ihr da mit einem Freund oder jemand aus eurer Gilde durchlauft, dann schafft ihr das auf jeden Fall easy. Gar kein Problem. Und wie gesagt, als Belohnung dafür könnt ihr dreimal täglich Meisterexpeditionen laufen und bekommt da auch gutes Equipment, wie zum Beispiel die Alabaster-Waffen. Die gibt es zum Beispiel da als Belohnung, als Artefaktausrüstung, die eigentlich zurzeit mit die besten Waffen sind, die man haben kann. Also gibt es Haupthand und Nebenhand immer. Habe ich auch schon beides bei meinem Hauptaccount und will ich natürlich für meinen Paladin dann auch kriegen. Ganz wichtig. Diese Waffen und natürlich das Schild für meinen Paladin dann. Die werde ich dann versuchen hochzuleveln und dann bin ich erstmal zufrieden mit meinen Waffen alleine. So, und jetzt sind wir auch schon durch. Da seht ihr das gehende Portal. Da werdet ihr dann einige Zeit verbringen. Von dort aus könnt ihr auch die Meisterexpedition dann starten. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, wieder schauen und reingehauen.